Welcome back, Brau von Gera. To go. Heute mit der Frage, wie mache ich meine Heizung winterfit? Als erstes entlüfte die Heizkörper, denn gemeinsam mit den Heizungsrohren bilden sie die Blutgefäße und Adern eurer Anlage. Ist der Kreislauf blutleer, zeigt euch die Heizung rasch die kalte Schulter. Als zweites solltet ihr euren Kessel reinigen lassen, denn verstopfte Gefäße erschweren eurem Heizkessel als Herz der Anlage die Arbeit. Der dritte Punkt ist das Warten des Heizkessels. Bei diesem Fitnesscheck für eure Anlage werden Verschleißteile wie Dichtungen getauscht und das System optimal eingestellt. Ob das gelungen ist, erfahrt ihr bei Punkt 4 der Abgasmessung als Blutbefund für eure Heizung. Dabei wird gezeigt, ob alles im grünen Bereich ist. Und last but not least, Punkt 5, ihr lasst euren Rauchfang durchchecken. Denn wer fit sein will, der muss frei atmen können. Als Atmungsorgan eurer Anlage sorgt euer Rauchfang dafür, dass die verbrauchte Luft abgeführt ist und die Lunge frei wird für neuen Sauerstoff.